So, liebe Leute, da hinten, da liegt Hochgalmick. Das ist eine der, ich glaube, 7 Fraktionen der Oberinntaler Gemeinde Fliers. Und wer ein fleißiger Hörer oder Leser von Regionalmedien ist, dem wird aufgefallen sein, dass Hochgalmick im letzten Jahr immer wieder einmal vorgekommen ist. Warum? Weil da Muren die Landesstraße bedroht haben, beziehungsweise dann im Dezember auch runtergegangen sind. Was hat das mit dem Almfuchs zu tun? Was hat das mit allem zu tun? Ich bin da jetzt auf der gegenüberliegenden Seite im Bereich der Gocklesalm. Und da drüben, das ist auch alles Bergbauern- und Almgebiet. Und wenn unsere Berglandwirtschaft nicht dafür sorgt, dass in den steilen Flächen durch Beweidung entsprechend der Boden verfestigt wird und auch der Aufwuchs mit seinen Pflanzen das ganze Erdreich zusammenhebt, dann haben wir genau das Problem, wie es die Hochgalmicker haben oder gehabt haben. Immer wieder. Also auch für dieses geschlossene Almwirtschaft und Berglandwirtschaft, das hat ja auch Verbindung zusammen, extrem wichtig.